Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute Welcome to Kowloon für euch und damit starten wir direkt rein in ein lustiges Piktogramm. Okay. Gut, okay. So far as well. Legen wir los. Kowloon, Wallet City, 1999. Unter dem nebligen Himmel Chinas liegt Kowloon, die bevölkerungsreichste Stadt, die der Armut und Bandenkriminalität gedeiht. In der. Aber keine Straße. Ist direkt am Strand sozusagen, ist Strandhotel. Für einen jungen Studenten ist es jedoch der erste und unmittelbare Wunsch, eine günstige Unterkunft zu finden. Okay, also unsere Mission ist jetzt, eine Bude zu finden. Mann, was ist los? Gibt es keinen Beton oder was? Warum gibt es hier keine Straßen? Ist das auf Sand gebaut? Offroad. Und das nachts, was soll er nicht? Was erwartet ihn innerhalb der Mauern? Lass uns mal watschen. So, okay. Stream läuft flüssig, das freut mich. Okay. Befindet sich ja ursprünglich in Hongkong. Ist eine Insel. Strand ist also nicht allzu verkehrt. Okay, vielen Dank für den Bonus-Fact, war junger. Und wir gehen rein. Also Grafik sieht schon mal sehr cool aus und ist so, finde ich, echt mega befremdlich hier. So, schön laut gemacht alles nochmal hier. Weg damit da oben. Hopp. Dankeschön. Okay. So, haben wir eine Taschenlampe? Ne, haben wir natürlich nicht. Ja, so stellt man sich das vor, ne? Das ist wie ein Bloodsport, ja? Wo man durch die enge Gasse geht und dann so. Hallo. Hallo, wir schauen. Okay, ist alles zu? Ist windig? Ist da vorne? Hängt da. Ja, die Grafik sieht wirklich echt bombastisch aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Waschbecken draußen mit Kippen. Hier ist verschlossen. Wo die fesche Musik herkommt. Anscheinend ist jetzt die örtliche Bar, die Spielunke. Oh, hier ist offen. Hallo? Ich hätte gerne die Verwaltung gesprochen. Ich suche ein Zimmer. Ich mietete ein Zimmer in einer Wohnung im vierten Stock. Okay, alles klar. Wir sprechen also in der Vergangenheit von uns. So, dann nehmen wir erstmal die vierte. So, ich weiß nicht, ob das jetzt hier die. Oh, hi, hey! Kann ich mich ducken? Schade um den Hund. Der muss hungrig sein. Na, gib ihm noch was zu essen. Gib ihm noch eine Stulle oder irgendwas, was du dabei hast. Bitte nicht. Bitte lass dich jetzt hier nicht meine. Igitt, wie das stinkt. Es ist ja duster wie ein Bärenarsch hier. Abgeschlossen. Tja, ist jetzt wirklich hier die vierte Etage? Zählen diese Halbetagen? Ich weiß nicht. Ansonsten. Schauen wir mal, ob wir hier vorne. Nee, hier können wir auch nicht irgendwie. Gibt es kein Öffnungszeichen, kein Interaktionsmöglichkeitssymbol. Gehen wir mal weiter hoch. Vielleicht muss ich ja noch von etwas tiefer in den Ich weiß auch nicht, ob die erste als erste oder als Erdgeschoss zählt. So, hier vorne. Ich bin guter Dinge. Vielleicht ist das jetzt unsere Tür. Ja. Boah, Alter. Was ist denn das für eine Bumshütte, Alter? Das ist ja fürchterlich. Na, sag mal. Das ist aber nicht besonders lebensbejahend, hier zu wohnen. Aber gerade. Oh, warte mal, was haben wir hier? Ich bin gegangen. Ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Wo zur Hölle ist der Laden? So, tatsächlich gibt es ja auch in Hongkong diese sogenannten
Cage People, ne? Also Leute, die auf dem Dach leben, in Käfigen. Ne? Also halt so wie so ein Hühnerkäfig, wo die dann drin wohnen. Weil halt natürlich auch in Hongkong einfach Wohnraum so dermaßen knapp und teuer ist. Das ist echt Wahnsinn. Na, Digga, jetzt bist du wach? Bist du wach? Ja, Gucci Gucci Go. So, okay, wo ist der Laden? Und warum, was wohnt hier? Wer hat hier schon, wer hat, Sir H. hat wieder seinen neuen Subwoofer bestimmt. Der, dieser Auto ist schmutzig, dafür kannst du ja, kannst du laut sagen. So, wo ist der Laden? Boah, was denn das hier für Subbässe hier? Ist das hier der Laden? Oh, warte mal, sieht aus wie ein kleines Hinterzimmer. So, Aschenbecher ist nicht den hier, ist hier, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Theorie. Say what you want von Peter Murphy. Eyes wide open. Schön. How to grow super trees. Time to die. Na, wenn das nicht wieder klasse Lektüre ist. Ja, Verkabelung ist auch wieder 1A. Ist einfach so. Schön. Okay, ich gehe mal runter in der Hoffnung, dass ich irgendwo den Laden finde. Vielleicht ist das der, die Tür, wo die Musik herkam. Vielleicht. Wer weiß. Es ist ziemlich leer hier draußen. Ah, Tür ist offen. Dies scheint der Laden zu sein, über den die Vermieterin schrieb. Der Schlüssel soll hier irgendwo sein. Ach, guck mal, die gute Kikimon. Schön. Na, okay. Gut. Ja, ich möchte jetzt hier aber auch nicht unbedingt hier. Soll ich jetzt hier in die Schubladen gucken oder was? Ist ja auch ein bisschen anmaßend, oder? Ist ja ein bisschen übergrifflich. Ja, irgendwo scheint eine richtig gute Party abzugehen. Oh. Schläft hier der Ladenbesitzer? Hinten? Oh, warte mal. Hier ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Oh, was ist denn das für ein Popelschlüssel, ey? Und noch nicht mal beschriftet. Das ist nicht gut. So, dann nehmen wir uns aber noch ein bisschen Light mit für die Haare. Man weiß ja nie. Okay, nehmen wir uns noch eine kleine Tom Kha Gai Suppe mit oder irgendwas. Mal gucken. Das ist ja vietnamesisch. Hm. Na gut, vielleicht kleine Tsing Tsing Bier. Wer weiß. Zur Not, wir kommen nochmal wieder. Ist immer gut, so einen Laden unten drin zu haben, während man in einem ekelhaften, verstörenden Haus wohnt. So, na dann, hoch in Etage 4. Alter. Oh, so der Ambusser. Also, sollte, glaube ich, mal der Hausmeister raufgucken. Wer klingelt hier? Ich hab hier nicht geklingelt. Kommt hier irgendjemand raus und scheißt mich zusammen, weil irgendjemand geklingelt hat? Das ist ein komischer Nachbarn hier in 2.5. Ich geh mal weiter. Na, Schnumpi, kann ich dich nicht mitnehmen? Na, tut mir leid, aber ich habe nichts zu essen für dich. Warum denn? Was ist denn hier los? Ist der ihn umgezogen oder was? Ist ja, ja, okay, gut. Jetzt habe ich die Schlüssel, da komm nicht rein. Das ist nicht so schön. Ah, okay. Ich würde wirklich gerne eine Taschenlampe haben. Da würde ich gut finden. Da wäre ich dankbar für. Oh, Kenyeländer. Kenyeländer. Sehr todessternmäßig hier. So, ja, das erkenne ich sofort. Das ist doch mein Flur hier. Oh, was ist das aus, ey. Ich glaube, da würde ich schon von mir aus anfangen, hier diesen Flur zu putzen. Das wäre ja, also da würde ich keine Macke kriegen. So, aufgeschlossen haben wir und schauen wir mal, was wir hier für eine gucken, was wir hier für eine schöne Bude haben. Hm. Ey, Home Sweet Home, ey. Oh nein, jetzt schaut euch das doch mal an. Trautesheim, hier ploppen ständig die Achievements auf. Oh,
wir thronen hoch, Alter. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Kann ich springen? Nee, kann auch nicht hoch. Wozu ist das denn gut? Also, eins muss man der Sache lassen. Es wird auf jeden Fall verhindert, dass du im Stehen pinkelst. Das funktioniert hier nämlich nicht. Aber wer baut denn sowas, Alter? Konnten wir uns nicht entscheiden? Oh, warte mal. Nee, da hinten ist die Bahnenbahn. Aber warte mal, irgendwo muss die Toilette hin. So, Spiegel könnte aber wieder geputzt werden. Das sieht alles schlimm aus. Das sieht alles schlimm aus. Aber komm, wir machen mal weiter. Roomtour. Wo jetzt hier hin? Ja, also wir sind vorbereitet. Wir sind vorbereitet, würde ich sagen. Ist das hier Knorr? Sieht so ein bisschen wie Knorr aus. In Spiegelschrift. Okay, wir kommen leider nicht weiter. Aber tatsächlich, ja. Das ist schon mal ein kleiner Vorrat hier. Kann man nicht meckern. Weiter geht's. Ah, ein Wasserproblem. Wie schön. Kann man ein Radio anmachen? Nein. Ich kann nur annehmen, dass dies das Zimmer der Vermieterin... Ach, das ist ja nicht unsere komplette Wohnung hier. Na dann, Gott sei Dank. Keiner da? Hallo, Ma'am? Das ist mein Zimmer. Und... Ach du Scheiße. Schön, dass schon noch ein paar Mülltüten hier drin hängen. Ich fange damit an, meine Sachen auf das Bett zu lassen. Ach, das deprimiert mich aber massiv, Alter. Das ist doch aber nicht schön. Ja. Wie sehr ich mich nach einer heißen Tasse Tee sehne. Alter, wie ich mich hier nach einem Kerscher sehen würde. Oh. Naja, New York zahlst du wahrscheinlich für die Raumgröße $2000. So, was haben wir da? Mach mal auf. Ist abgeschlossen. Okay, geht nicht. So, wo kriegt denn jetzt eine heiße Tasse Tee her? Was ist denn das hier mit der Sojasauce bei den Leuten? Das ist doch... Na, sag mal. So, wo krieg... Ob ich nochmal... Ich stress nochmal kurz die Vermieterin. Hallo, Ma'am? Sind Sie da? Ich würde gerne eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Einfach, um Hallo zu sagen. Oh, ich hoffe, ich bin heute nicht im Küchendienst dran, Alter. Ei. Ach du Scheiße. Ja, aber Hauptsache, du machst hier Vertical Gardening hier. Naja, ist wahrscheinlich, um das hier auch zu verdecken. Oh Gott. Warum ist denn nicht alles so dunkel hier? So, okay. Nein, lass uns mal hier. Können wir irgendwo. Hier ist der Wasserkocher. So, wo ist Tee? Ist hier irgendwo um Tee? Witzig. Ich glaube, es ist für mich eine Premiere, dass ich in einem Spiel zum ersten Mal einen Wasserkocher benutze. Muss. So, Janne, was ist das hier? Ist hier Tee drin? Ach, da ist der Tee drin. Schön. Wunderbar. Überhängt diese... Ach Gott, Alter. Ich habe jetzt wirklich ein Archivment bekommen, dass ich eine Tasse Tee getrunken habe. Ist noch aus den Trophäen geworden damals. Okay, cool. Na dann, ich gehe wieder. Ach, so Kopf einziehen. Igitt. Ich glaube, es ist Zeit, auf mein Zimmer zu gehen. Die Tür zum Balkon ist geschlossen. Also entweder haben wir eine hammerharte Migräne oder uns geht's nicht gut. Ich mach mal hier. Ja, warum ist die Tür jetzt halt offen? Ich mach mal hier zu. Okay, Tür schwingt immer zu beiden Seiten. Oh, ich habe mal zu lesen. Schön. Ich bin verängstigt. Ich möchte nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Aha. Was für ein Blödsinn. Aber es lohnt sich vorsichtshalber, die Eingangstür zu kontrollieren. Ja, ich habe auch gerade meine Tür hier eigentlich zugemacht. Ich möchte das nicht. Ist da jetzt ein Schloss vor? Da ist ein Schloss vor. Sieht so aus, als wäre die Vermieterin bereits nach Hause gekommen und hätte die Wohnung. Wie bitte? Was ist? Da macht man doch jetzt aber kein Schloss vor. Na sag mal. Das ist doch jetzt hier... Alter, was ist denn das für eine Wummer? Oh, da war sie. Oh Gott. Ma'am? Hallo, ich müsste noch mal kurz unten in den Laden. Ich würde mir gerne noch mal...
paar Otter-Zitzen-Chips holen. Hallo, Ma'am. Alter, was wummert denn hier so? Ich mach zu. Geht schlafen. Pfui, Alter. So, dann machen wir alle zu. Wie gesagt, zu. Denn eh nicht. Was ist denn hier mit den Türen los? Ja, okay, gut. Wir kommen also nicht raus, dann werden wir mal uns weiter ein bisschen hier umschauen. Also tut mir leid, wenn der Bass jetzt hier ein bisschen doll drückt, aber... oh, Gottes Willen. Ich mach mal kurz. Da lag doch ein Zettel vor der Tür, oder nicht? Ja, echt? Schauen wir mal kurz. Vor unserer Tür? Ah nee, da. Wage es nicht, nachts rauszugehen. Warum denn nicht? Ich kann ja auch nicht raus. Sie müssen einen Ausgang finden. Also ich bin ja immer noch für den Balkon. Also nicht, dass das jetzt ein geiler Ausgang... Polizeifunk? Jetzt gerade den Wasserkocher gehört. Also das ist ja alles, das ist ja hier nicht für mich. Ja, überall die scheiß Kakerlaken hier dran, ey, ich werd irre. Gut, gehen wir nochmal vorgucken. Schauen wir mal. Küche. Können wir hier vorne an den Kühlschrank ran gehen? Nö. No. Ich würde mal ganz kurz die Sensibilität der Maus mal hochschalten. Ja. Oh, die Vermieterin duscht. Oh, Tür ist offen. Ich gehe mal bei ihr hin. Weil duschen möchte ich sie jetzt tatsächlich nicht sehen. Oh, was ist... Oh! Was ist denn mit ihr nicht richtig? Oh, und sie macht sich ein Süppchen. Oh, pfui. Geht. Was ist das hier? Was ist das hier vor mir? Oh, ein Schlüssel. Ist der vielleicht für das Schloss? Nein. Auf. Sie hat aufgehört zu duschen. Mach mal weiter. Oh, schnell, bitte, bitte, bitte. Der Schlüssel passt nicht. Ich verdirre. Ah, dann gucken wir mal vorne am Balkon. No. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, was sind denn für Pisstüren hier? Halt zu. Halt das Ding jetzt hier mal zu. Oh Gott, also die Vermieterin ist groß. Freunde, die Vermieterin ist groß. Kenny! Hi, ahoi. Ah, weiß ich nicht. Warum denn, Alter? Wieso? Vor allem, wo waren die Duschen hier? Wo ist hier eine Dusche? Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was ist denn für ein Spiel? Oh. Oh, fuck. Also das ist finster. Freunde, das ist finster. Ey, und wir sind eingesperrt. Wir sind eingesperrt. Die hat uns eingesperrt. Die Verrückte. Darauf erstmal so. Genau, erstmal ein bisschen Sojasauce. So, was haben wir hier? Ist, aber auch... ist das schön, der Sojasoßen-Geschenkkorb da unten. Oh, jetzt ist die Tür wieder offen. So, einmal durch. Und es ist stockfinster draußen. Es ist stockfinster draußen. Oh, bitte sag mal, dass das jetzt passt. Ja, okay, er passt zum Balkon. Ist das schon mal gut? Ich sehe nichts. Ich sehe wirklich hier gar nichts. Das ist ja fürchterlich.
Hier ist es gemütlich. Oh Feier, Leute! So, jetzt sind wir beim Nachbarn eingebrochen. Der hat doch nur Kerzen an. Weil, ich sag mal, elektrisches Licht wird ja auch überbewertet. Was ist denn für eine Nische? Warum? So, hier ist noch was zu lesen. In letzter Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen. Ja, dann muss... Oh, die Vermieterin. Die Vermieterin. Sie ist drin. Sie ist hier. Oh Gott. Oh. Ganz cool bleiben, da vorne hinten nur eine Jacke. Okay, ist dein Zimmer, kein Problem. Oh. Wer hichelt denn da so? Abgeschlossen! Wo? Wie? Oh Gott! Ah! Ah! Schnell verstecken! Oh! Oh, hier! Mann, oh Mann, warum denn, Alter? Wieso machst du denn das? Ich starb hier schon! Ah, Schlüssel! Von Kalle. Von Schau. Oh. Oh, schön, dass du da bist, Oma. Wunderbar. Grüß dich. Ich bin gerade Welcome to Cologne. Es ist. Ich weiß ja nicht, wie man es richtig ausspricht. Cologne! Oder so. Es ist ein ziemlich langweiliges Spiel, muss ich sagen. Passiert nicht viel. Ist auch so von der Atmo her, ist das auch echt lahm. Das ist total schlimm! Total schlimm! Hey! Und ist definitiv von Kikimon gesponsert, dieses Spiel. Ah, wir können es aufschließen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich will. Das ist ja nicht der Ausgang. Das ist ja nicht der Ausgang. Was ist das? Oh, nicht. Oh Gott. Oh, ist das finster. Alter, ist das gut, ey. Oh, Mann. Hm. Oh, Mann. Okay, Tweet von Alenhof. Wunderbar. Ich freue mich total. Oh, komm. Bitte nicht. Bitte nicht. Was ist das hier, ein Zahlenschloss? Was Cerny? Nee, was stand da drauf? Was stand auf dem Schlüssel? Schade, geht ja nicht. Und da kein C vorne. Gut, da müssen wir anscheinend erstmal irgendwie was finden. Ah, schön. Viertel eins, wunderbar, das läuft hier. Also irgendwas sagt mir, wir sind hier nicht allein. Oh Gott, oh Gott. Sind ja nicht alles für beschissene Hütten hier, Alter, wirklich. Also, kann man hier nicht mal aufräumen. Und überhängen diese Beutel hier rum.
ist ja ein schöner Kaki-Eimer. Wunderbar, schön. Kann man die aufmachen? Ja, man kann. So, was ist hier? Tritt Gas aus oder was? Was ist das? Ach, warte mal, hier waren schon drin, oder? Hier waren wir nicht drin. Ich glaube. Ja, ist Gas. Sollten wir vielleicht nicht hier sein. So, hier haben wir was zu lesen. Nee, ist das mit der Renovierung? Ah, hier waren wir doch schon drin. So, aber wir, was haben wir jetzt gefunden? Wir müssen immer noch das Passwort finden. Was soll es sein? Eimer oder was? Also, was haben wir bis jetzt gefunden? Für Wörter. Warum hängt denn die olle Jacke immer woanders? Oh, hoppala. Bin durcheinander gekommen. So, hier mal Zähler kontrollieren. Nicht immer von alleine, diese Türen von alleine bewegen, das ist ja so fürchterlich. Und warum nicht hier ein Teeträger, Alter? Was ist denn los? Haben Sie, ja, den können wir noch brauchen, den nehmen wir mit. Können wir hier auf den Holztisch packen, der hält. So, okay. Die Tür bringt mich immer wieder zum Lachen, 257, na, mich bringen die eher zum Heulen. So, haben wir hier irgendwo einen Tipp? Ist es vielleicht Scallops? okay. Oh no. Ist das jetzt ein umgedrehtes A oder was? Oder soll das ein E sein? Also ich würde ja eher sagen... Gespiegeltes A, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Naja, so gespiegelt ist es jetzt auch nicht, aber... Okay, also... A. Gucken wir uns mal die Bilder an. E. Bienen, vielleicht? Boah, zu genagelt. Also wirklich... Haben wir hier noch irgendwo ein... War hier noch ein Bild? Ich glaube, ich war auch noch ein Bild, wa? Ja. Oh, Mann, Alter. Das ist... Also, ey. So, was war das jetzt? Ich war kurz mit Stuhlgang beschäftigt. So, ich probiere mal Dean. Ach so, dann warte mal, das war ja das A. Dwang, Didan, da könnte jetzt auch irgendwas Asiatisches sein, was ich jetzt nicht hier nicht komme. Ich such mal die anderen beiden Bilder, vielleicht ist das besser. Ah. So, bestimmt hängt doch hier auf dem Badezimmer noch eins. Dieser Inneneinrichter des Todes. Wunderbar, hier unten ist noch was. Oh. Dekan? Dekan, kann das sein? Ich würde sagen. Deacon. Decay. Ah, okay. Gut, ist es Decay. Oh, wie die Tür zugeht. Oh. Also die Jumpscares sind wirklich übel in diesem Spiel. Wirklich, wirklich übel. Also. So, okay. DK. Yeah, it's open. No. Schön. Ist nur ein verschlossenes Folterzimmer. Wunderbar, schön. Ich weiß, was passiert, wenn ich mich umdrehe. Schön. Eine Brechstange, die nehmen wir natürlich mit. Oh,
Okay, damit können wir jetzt wahrscheinlich die Bretter wegmachen, hier im Flur. Oh, bitte jetzt nicht kommen lassen hier. Das fängt schon sehr mit, also das fängt schon sehr unangenehm hier. Das Enge mit den Kartons und so, das ist schon fies. So, hier können wir. Jawohl, mach es ab. Ich muss hier das einzelne Brett abmachen. Natürlich. Soll ja authentisch sein, wa? Oh, warum, hey Junge? Wieso? Wieso der Song jetzt noch? Wir müssen mal an Motivations arbeiten hier. An Motivations reden. Wunderbar. Ein von der Community gewünschter Alert von Madison. Ein fürchterlicher Song. Ein ganz fürchterlicher Song. Blue Knees. So, aber wir scheinen im Treppenhaus zu sein. Was verriegelt und verrammelt ist. Warum? Wo ist Hundi? Ist wirklich, sind das wirklich Augen? Ist das, was ich denke, was das ist? Nein. Laufe ich jetzt wieder in die olle Hütte drin? Ist das wieder, das ist, nee, ist das nicht, aber, oder? Ich weiß es tatsächlich. Nee, ist es nicht. Das sind doch Augen, oder? Oh. Oh, nee. Mit viel Glück sind es keine Augen. Aber ich habe kein Glück. Hallo? Warte, halten die sich hier Löwen? Alter, das hört sich nicht cool an, Mann. Das hört sich nicht cool an. Warum bin ich jetzt hier drin? So, können wir schnell eine Sicherung tauschen? Gerade ablesen? So, hier sind die Partys immer abgegangen anscheinend. Was steht denn hier lauter Farbtöpfe? Sieht aber auch kein bisschen Farbe an der Wand. Nein, 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 nein! Oh Gott, nein, bitte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich sehe nicht, nein! Mach den Ding auf! Zähluhren, weil ich gerade Probleme gehabt mit dem Wort zu lesen irgendwie, das Wort da zu lesen. Zähluhren? Was sind denn Zähluhren? Oh nein, jetzt echt? Das ist der Checkpoint? Oh no, Alter. Tatsächlich nichts schlimmer, als dir einen Checkpoint zu geben. Und du läufst den Weg lang, weil du weißt, da passiert ja nichts. Beim letzten Mal ist ja nichts passiert. Und dann hauen die da so einen random Jumpscare rein. Das ist mies, Alter. Das ist richtig mies. Was ist denn das? War vorhin aber nicht, oder? So, ich war zu bezweifeln, dass ich das jetzt schaffe, Freunde. Da bin ich ehrlich. Also, wie gesagt, die Tür habe ich nicht. Die Türen öffnen, geht hier scheiße. Das funktioniert hier nicht so richtig. Ah.
Gotta run. Oh, na denn, los. Er ist auch sehr schnell, muss man sagen. Er ist auch... Ja, und er hat mich. Ach, so ein Shit, Alter. Das ist doch... Das ist ja mies. Was? Was? Oh, nee. Ich hab's geschafft. Aber... was, was, was? Es gibt keinen Ausweg. Was? Wat, 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 wat? Was? Mann! Was ist das? 5913? Kann das sein? 5913. Vielen Dank. Jetzt brauchen wir sehen. Mann, Alter. Das ist wirklich heftig, das Spiel, Freunde. Das ist wirklich heftig. Was? Achso. Ah. Wir sind draußen. Wo auch immer draußen ist. Wie sind wir rausgekommen? Hä? Es zieht gerade an. Ja, schön. Also ich sag mal, wie das ist. Das ist was für ein Mieterbund hier. Also das ist, so, warte mal. Guck mal kurz hier vorne. Jetzt bin ich auf der Straße. Ich muss nur noch den Weg aus der Stadt finden. Tja, hier geht's dahin oder dahin? Ich geh mal hier hoch. Zu dem sinister leuchtenden roten Räumchen da vorne. Das sieht mir so safe aus. Ah ja, hier, da entfahren auch ganz besonders gut. So null Tageslicht. Ist definitiv nicht für mich. Ja, Mann, Blackboard, Alter, wieso? Wieso? Mann, ich leide hier eh schon, ey. Mach doch bitte nicht sowas. Exit. Und hier ist der Ausweg. Aber wir müssen etwas finden, mit dem wir die Ketten durchtrennen können. Alter, aber was für Ketten sind denn das bitte? So, der Getränkeautomat hat auch schon bessere Zeiten gelesen. Oh, was ist denn das? Warte mal. Da ist etwas, aber ich habe nicht das Geld dafür. Holy moly, ey, komm. So, hier vorne war noch... ein Laden. Mann, Alter, wer baut so eine Häuser, Alter? Das ist so schlimme Architektur, ey. Das ist so... das ist so komplett am menschlichen Wohlseinempfinden vorbeigebaut, alles hier. Ich möchte nicht wieder reingehen in diese Hütte. Mann, ey. Also für einen Klaustrophobiker ist dieses Spiel nichts. Das steht mal fest. Und für normale Menschen ist dieses Spiel nichts. So, hier haben wir einen Zettel. Taschenlampe. Lass mich jetzt nicht im Stich, Mann, Alter. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist kein Benzin mehr und der Anlasserhebel ist kaputt. Alles klar, den Anlasserhebel haben wir wahrscheinlich da unten schon gefunden, aber ich möchte ja nicht in den Aufzug rennen. Das interessiert mich überhaupt nicht, der Aufzug. Ich möchte raus. Wo finde ich nun Hebelkraft und Benzin? Wo finde ich Hebelkraft? Schön. Großartig. Ah, Blackwall, jetzt feierst du das aber, wa? Jetzt willst du mich wirklich in die Knie zwingen hier. Oh, das ist fies. War ja zum Klopfen, was wir auch als Alert haben. So, ich bin tatsächlich mal ganz froh, wenn man eine Tür nicht aufgeht. Also, wir brauchen Benzin und wir brauchen irgendwie Kleingeld, damit wir unten die Hebelkraft aus dem Automaten bekommen. Und überall hängt hier Wäsche und Handtücher und Kakerlaken und altes Ekel und keiner räumt hier mal seine Farbdosen weg. Ja, das off. So, wir können ja mal probieren, ob wir eventuell in diesen wunderschönen, hell leuchtenden Bereich kommen, den wir vorhin gesehen haben. Wo ich jetzt aber anscheinend nicht mehr zurückfinde. Das ist ja wunderbar. Schön, schön, schön.
Ich zeige dir etwas. Schau unter den Felsen bei der Schaukel. No. No. No, no, no. Ich möchte nicht bei irgendwelchen Felsen unter irgendwelchen Hebeln gucken. Dave, hi, grüß dich. Willkommen zur Gruselshow hier. Hm. Das ist doch die Vermieterin. Das erkenne ich doch sofort an, ja, an ihrem gierigen Blick irgendwie für die Nebenkostenabrechnung. Das ist er. Oh, das ist die Schaukel. Warte mal, lass uns mal hier schauen. Stellen an der Wippe. Dave, Alter. Dave. Haha. Und jetzt in den roten Kühlschrank. Ah, warum? Ach Gott, ey. Bereut ja förmlich irgendwie, dass hier nicht schon die ganzen Kanalpunkte bei Benny irgendwie ro... Warte, gerade alles gewackelt, rausgeschossen habt. Mann. Oh! Nein! Nein! Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Möchten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Nein, so aus ganzem Herzen nein. Möchte ich nicht. Also man muss den Spiel wirklich lassen, irgendwie, dass es echt eine richtig krasse Atmosphäre hat. Dann natürlich ist es jetzt aus. Aha, schön, schön. Rolltor. Lässt sich einfach so hochschieben, wunderbar, schön. Ah, ach, das ist ja gar nicht mal schlecht hier drin. Oh Gott. Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier versteckt vor dem Horror, der mir allmählich widerfährt. In meiner Familie und im ganzen Dorf. Das ist gut, dass ich mich... Das ist gut, dass mich das nicht, dass es keine lebenden Seelen mehr gibt in Kolon gibt. Was, Alter? Es ist natürlich leider wieder diese klassische Google-Übersetzung. Sie benötigen diesen Raum. Okay. Können Sie haben. Ich würde einfach dafür gehen wollen, wenn das okay ist. Könnt ihr den Raum haben hier samt Hundebild würde ich noch mitnehmen, weil mir gefällt. Aber ansonsten, oh, Grillpower, schön. Warum sollte ich jetzt bitte hier sein? Was bringt mir das? Gibt es hier irgendwie einen Schlüssel? Oder... Oh, warte mal. Benzin? Konnte ich gerade irgendwas nehmen? Achso, das ist wahrscheinlich schon... Was ist das? Jawohl! Cash für die Hebelkraft. Ja, für die, die gerade eingeschaltet haben. Schaltet schnell weg, es ist übel. Es ist so übel. Lauft! Fliegt, ihr Narren! Tatsächlich, wir haben vorhin einen Automaten gefunden. Da ist ein Hebel drin. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Hier wart lang. Und dann haben wir schon mal. Ja, genau. So, und jetzt. Na, nö. 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 Ich sag mal, wie das ist. Spannt mich ein bisschen an. Spannt mich ein bisschen an das Spiel. So, okay. Jetzt haben wir den Hebel. Ich würde nur gerne nehmen. Danke. Was wir jetzt allerdings noch nicht haben, ist Benzin. Kann ich das nicht aufmachen? Nee, kann ich immer noch nicht, weil Ketten davor. So, geh mal hinterher. Also die Türen. Die sind schon einzigartig. Ja, Kikimon ohne Ende. Okay, geht nicht weiter auf. Mann. Es ist schlimm. Ja, ist es. Meine kleine Tochter ist von zu Hause weggelaufen und ich weiß nicht, was mit dir los ist. Meine Frau ist seit 3 Tagen nicht mehr aus der Badewanne gekommen. Alle um mich herum sind verrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieses Gas aus dem Rohren, das habe ich noch nie bemerkt. Ich glaube, es ist alles seine Schuld. Hilfe!
Wird hier eventuell irgendein Gas ausprobiert, was alle durchdrehen lässt? Das wäre vielleicht eine Theorie. Ich meine, gut, das gibt halt doch Leute. Ja, wird ich, Onkel Tom, wenn wir Badewannentag haben. Dann sind wir da auch drei Tage. Fuck, Alter. Also hat irgendeiner von euch noch irgendwie eine Übersicht, wo wir hin müssen? Ich nicht mehr. Sie wollen uns aus unserem Viertel vertreiben. Ja, dann bitte. Bin ich dabei. Ich möchte hier weg. Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Das ist der Schwoble-Block. Oh, und hier ist ein Kanister Benzin. Wo? Da. Nehmen wir. Oh Gott. Und noch ein bisschen Sojasauce. Was? What? Ich, Alter, komm runter, du hast noch ein paar Kanister. Natürlich kommst du von hier. Na klar. Mariona, Hilfe! Dean, schnell, komm her! Hol Salz! Ja, Kofferraum, hol alles, was wir haben! Tut mir leid, dass ich jetzt hier nicht mehr schnell vorwärts komme, aber ich wirklich, der Schlüpfer ist voll. Oh Gott. So, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Der Kanister, der Generator war hier oben, ne? So, Benzin drin gefüllt. Und den Hebel. Zack, ran da. Generator läuft. Für was? Für was läuft jetzt dieser Generator? Ich spiele dieses Spiel und danach bin ich fertig, Alter. Ich bin richtig runter. Oh Gott. Das ist für den Aufzug fallet. Genau. Schön. Ah, guck mal. Martin war hier. Ja, kann ich mir jetzt aussuchen oder was? Fang gerne später. Ey, aber seid mal ehrlich, das ist doch schlimm, das Spiel, Alter. Das ist doch, also. Schön. Finde ich tatsächlich, das ist angenehm. Das ist eine Box. Hallo! Jetzt haben wir was, womit wir die Ketten aufkriegen. Dann lass uns mal runter. In der Hoffnung. Wer liegt denn überhaupt auf dem. Wer liegt aufs Dach ein Teppich, Alter? So ein schöner Schakluk. Oh. Holy moly, Alter.
So, und irgendwas sagt mir, dass ich nicht besonders... Also, ich werde jetzt nicht ohne Hindernis dahin kommen. Das Spiel wird mir jetzt wahrscheinlich alles entgegenwerfen, was es hat. Du hast es geschafft, Kumpel! Du hast es geschafft! Miklena! Miklena, komm mit! Los, komm, wir hauen ab von hier! Los, komm! Echt jetzt? Ich dachte, ich bin frei. Nein, nein. Ach komm, Alter. Ach nee. Was ist denn das hier für eine Scheiße alles? Was? Wo ist er hin? Achso, er macht immer noch seine Übung. Oh Gott. Was ist denn los mit euch, Leute? Oh. Aber von hier so weit kommen. Ich würde jetzt einfach bitte... Oh, Dave, Alter. Warum Dave? Wir sind draußen. Wir sind am Strand. Ja. Ja. Auf Wiedersehen, Cologne. Los, Mann, schnell verpissen. Guck, wer neben dir oder hinter dir sitzt. What? What? Ruine, das hat vorher keiner gesehen? In letzter Zeit hat die Polizei viele Berichte von Menschen erhalten, die in Cologne waren. Sie sagen, sie hätten eine Stadt gesehen, die es gar nicht gibt. Die vor 5 Jahren abgerissene Cologne Wallet City war eine der schlimmsten Städte Chinas. Kurz vor dem Abriss war es zu einem Anstieg der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikte gekommen. Viele glauben, dass die Regierung bereit war, für die Zerstörung von Cologne schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Ausgabe. Ausgabe? Oh! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ihr Lieben, das war Cologne. Ich bin gestorben. Und damit ich nicht umsonst gestorben bin, lasst doch bitte unter dem Video mal einen Daumen nach oben da. Und hey, abonniert den Kanal, wenn ihr weiter so einen krassen Schocker sehen wollt wie den hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Und bis dahin werde ich jetzt erstmal die Schlüpfer wechseln. Bis dahin... Willkommen auf dem Kanal mit dem beschissensten Abmutz. Bis denn. Ciao.